Jo Freunde, heute eine andere Perspektive. Wie ihr sehen könnt, das Teil habe ich hier dran. Habt ihr noch nie wahrscheinlich gesehen. Ja, ich bin heute in meinem Zimmer. Heute ein kleines Spontan-Video. Und es geht heute einfach um gar nichts. Heute denke ich mir, ja, was soll ich machen? Was für verdammte Videos kommen? Was für Videos sollen kommen? Ja. Ich zeige euch deswegen auch nur so einen kleinen Punkt. Ich habe mir letztens gedacht, ihr wisst ja gar nicht, was ich so esse, ne? Was ich mir so reinziehe, wenn ich schnucke. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Letztens mir im Laden eine geile Haribo-Tüte gegönnt. Nebenbei mache ich auch noch was, das zeige ich euch gleich, aber ich habe eine richtig geile Haribo-Tüte gegönnt. Kann ich nur empfehlen, wer richtig gerne schnucken möchte, zieht euch rein. Oh, 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 Bruder. Produktplatzierung. Oh, 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 oh. Hier kann man meine Adresse sehen. Oder? Nee, kann man nicht. Das ist von Sekplus. Ah doch, kann man doch sehen. Scheiße. Ja, erkennt man aber nicht. Erkennt man aber nicht. Sek. Hier sind die Goldbeeren. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Oh. Wie viel sind das? Moment mal. Das ist ein Kilo. Ich esse gerne Goldbeeren. Beziehungsweise Fruchtgummis. Worauf ich auch richtig geil stehe, sind hier, wie man sehen kann, Lachgummi mit Vitaminen, sehr wichtig, Vitamine müssen dabei sein, ohne künstliche Nährstoffe oder sowas, zum Beispiel hier auch Lachgummi, Frucht und Joghurt, auch sehr fruchtig, finde ich sehr geil. Was ich hier jetzt mache, ich gucke heute gerade jetzt Livestream von den lieben Bock. Und den werde ich jetzt mal zeigen. Bei ihm läuft, er hat 4 Kanäle, streamt nebenbei. Es streamt auch Twitch. Ja, bei ihm läuft einfach. Ja, ich habe momentan so eine Sache. Ich weiß nicht. Ich weiß momentan nicht, Freunde. Was soll ich machen? Mir ging es vor 2 Tagen richtig beschissen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich momentan gar nichts gemacht, auf Twitch gar nichts. Und nochmal, danke an euch für den fetten Support, für die fetten Supporter, für den fetten Feedback und für die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht wegen dem niedrigen, wenigen Hochlad-Upload. Ja, ich muss überlegen gerade momentan, was mache ich für Zukunft? Was für Videos sollen kommen, um was drehen die sich, vor allem das Ding ist einfach im Winter bei mir. Im Winter, da ist so der Chill-Mode, da ist so der Winterschlaf bei mir, da bin ich manchmal richtig beschissen drauf. Heute haben wir, also jetzt haben wir 18.26 Uhr, den 16. November und ich werde um 22 Uhr arbeiten. Ich verpasse gerade einen geilen Ausschnitt, der zieht sich gerade ein Video rein von ihm. Kleiner Vlog, habe ich noch nie gesehen. Er macht normalerweise Musik und so, aber er hat 4 Kanäle. Ich kenne seine Kanäle gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ist ganz interessant, den Tubok mal zuzugucken. Und ja, ich muss wieder live streamen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Im Winter gibt es nichts, was ich zu zeigen habe. Außer was ich jetzt zum Beispiel esse, was ich mir reinziehe. So ein bisschen ernährungsmäßig, was ich euch da empfehlen kann, worauf ihr Bock habt, was ihr sehen wollt, also beziehungsweise was ich so esse. Ich esse ein teures Fleisch, muss ich sagen. Letzte Woche erstmal eingekauft. Ein Stück Fleisch. 6 Euro. 3 Stück zusammen. Ja, alles klar. Da ist schon wieder eine Menge Geld durchgeflossen. Für meine Mahlzeit. Teuer das Leben geworden, auf jeden Fall. Und ja, Freunde. Ich muss überlegen, was will ich machen? Ich weiß es nicht. Ich drehe mich hier um, ich gucke mich hier um. Ich habe nichts zu erzählen, nichts Neues. Ob ich dann überlegen muss,
Let's Plays wieder zu machen, weil ich glaube, Vlogs ist ganz geil. Wenn ich neuere Sachen erfinde bzw. Sachen erlebe und neue Sachen am Start habe, okay, kann ich ein Video machen so, aber momentan ist scheiße. Ich habe nichts zu präsentieren. Bei mir, ja, Training fällt aus. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe seit einer Woche nichts mehr. Ich habe Trainingspause momentan. Ja, weil ich ja dieses eine Problem habe. Ich habe dieses Supplement wieder ausprobiert. Das ist das Supplement Zink. Und als ich das eingenommen habe, nach einer Stunde habe ich Hautausschlag bekommen. Das ist langsam wieder zurückgegangen, weil ich hatte eine geringe Zinkdosis eingenommen. Jetzt weiß ich, wogegen ich allergisch bin, gegen Zink. Das liegt auch sehr viel an meiner Arbeitsstelle. Das ist nun mal so. Ich versuche das jetzt in den Griff zu bekommen. Es kann bis 6 bis 8 Monate dauern, bis das komplett aus dem Körper ist. Ich habe so viele Zusatzmittel in meinem Körper. Also mein Körper produziert zu viel eigene Produkte. Wie kann man das am besten ausdrücken? Der Körper produziert bei mir zu viele Zusatzmittel. Also die Supplements wie Eiweiß und das Ganze. Mein Körper produziert davon zu viel. Wenn ich normal von Lebensmitteln zu mir nehme, produziert mein Körper extrem große Mengen davon. Und wenn ich diese Zusatzmittel nehmen würde wie Zink, dann hat er zu viel davon. Mein Körper produziert allgemein schon viel. Und mittlerweile, ja, ist mein Ernährungsstoff so gut geworden, wenn ich mich normal ernähre, reicht mein Körper gewisse normale Sachen, die ich zu mir nehme, die reichen dann aus. Ja, das Problem ist schon mal gelöst, beziehungsweise mich schlau gemacht drüber. Ansonsten, ja, ich werde in Zukunft wieder öfter streamen. Vlogs momentan nicht. Unboxing-Videos sowieso nicht, ich habe da nichts. Ich muss momentan sehr viel Geld sparen. Und ja, gucken, was die Zukunft macht. Klar, ich habe besondere Tage, da werde ich vielleicht ein paar Aufnahmen machen. Zum Beispiel Weihnachten und sowas, ich weiß noch nicht. Aber ansonsten habe ich nichts zu zeigen. Stream-Ausschnitte zum Beispiel. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Mann, Alter, Moment. Stream-Ausschnitte brauchen wir ja nicht. Und ich habe mich gefragt, was soll ich machen? Es muss was Besonderes sein. Und im normalen Alltag habe ich nichts mehr zu zeigen. Ich habe schon sehr viel gezeigt. Mein PC kennt ihr ja alle. Glaube ich jedenfalls. Ja. Ist nichts Besonderes. Könnte ich normalerweise mal aufmachen und dann euch mit der Kamera zeigen. Aber nee. Ich guck da so hin. Da wisst ihr was? Nee, geht nicht. Dafür steht jetzt so ungünstig. Ja, wir gucken jetzt zur Tourwalk und ich sag schon mal, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wo er angefangen hatte, da hat er so 300 Zuschauer gehabt, man konnte ihn nicht abonnieren, er war kein Twitch-Partner und ja, der Chat geht ab, von sowas träumt jedermann und ja, das ist so ein kleiner Einblick, was ich heute mache. Ich werde gleich noch ein bisschen was spachteln, also was essen. Ja. In diesem Sinne, Freunde, sage ich, wir sehen uns wahrscheinlich, was ich jetzt bald machen werde, vielleicht jetzt noch, weil ich habe nichts mehr zum Aufnehmen, Freunde. Vlogs momentan, ja, ich habe nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns, das war ein kleines Statement zu meinem persönlichen Status, was jetzt in Zukunft kommt. Ein Let's Plays muss ich weitermachen. Jetzt muss ich mein Thumbnail-Dings auch ändern.
Jemand hat das für mich gemacht. Thumbnails, glaube ich. Ich muss dann mal auf Facebook reingucken, da war irgendwas. Ja, ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein.